So, hallihallo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Resident Evil 7. Wir haben uns jetzt die Flinte geholt in der letzten Folge. Der Hausherr rennt hier immer noch rum und nervt. Ethan, Ethan, ich kriege dich. Was haben wir? Naja, schon mal vier Kugeln. Was haben wir hier? Ein Dietrich. Damit können wir ja auch schon mal was anfangen. Vier Kugeln sind schon mal besser als keine. Ich weiß jetzt nicht, wo wir hin müssen. Da hat sich schon wieder so ein Viech aufgetan. Juckt mich jetzt nicht, denn ich möchte jetzt mal. Hallo. Mal speichern. Hab ich schon lange nicht mehr gemacht. Beziehungsweise wir. Oh mein Gott. Ja, ich möchte diesen Spielstand überschreiben. Da. Okay, schön. So. Ein leerer Schrank. Wo können wir denn mal hin? Noch irgendwie was? Oh, so ein paar Akten. So ein paar Akten ist gut. Ich habe schon fast alle gefunden. War da unten noch was? Ah, ich gehe noch mal gucken. Quick Save. Supi. Da hatte ich alles. Da kommen wir nicht rein. Ich probiere es trotzdem mal. Von der anderen Seite. Wie käme ich da dran? Von der anderen Seite willst du mich veräppeln? Da kommen wir nur vom Garten vielleicht rein. Naja, hat sie doch nochmal gelohnt. Ein paar Kugeln hier aufgegriffen. Aber wo muss ich hin? Ich habe nicht mehr viel. Hier waren wir ja auch schon. Huhu. Dietrich sei Dank. Schade. Hätte ich da vielleicht einen Dietrich für gebraucht? Was kann man denn dafür noch nehmen?
geh nicht ins Licht. Geh nicht. Doch, ich gehe. So. Jetzt haben wir zwar eigentlich 14 Schrotkugeln. Ist im Vergleich zu einer Pistolenknarre jetzt natürlich schon bombig ausgerüstet, aber. Aber. Klingt immer wie so ein Zug, der gerade am Tröten ist. Ein Signal von sich gibt. Jetzt haben wir so viele Kugeln. Bevor wir jetzt was verkacken, würde ich sagen, speichern wir gerade einmal. Stelle ich mir die Frage, bringt es was, wenn wir ihnen mal wieder eine Kugel in den Kopf jagen? Aber ich glaube, das wird nichts bringen. Oder ob er dann vielleicht einen Schlüssel droppt. Puh. Wie ruft er gerade nicht? Hier steht er da. Puh. Hm. Mal. Sieht aus wie ein dreiköpfiger Hund. Aber das habe ich doch rausgenommen, ne? Aber weiß ich gar nicht mehr. Ja, wir können es ja gerade mal holen und hineinstecken. Aber ich glaube. Natürlich, das Pendel haben wir auch von der Uhr. Hier ist der dreiköpfige Hund. Den Kopf. Muss ja irgendwie alles in Verbindung stehen. Aber diese Türen gehen mir irgendwie voll auf den Sack. Hm. Es ist aber auch nur einer. Ich glaube, der gehört dahin. Wir müssen da noch zwei finden. Dann öffnet sich hier eine Geheimtür. Und zwar hier, eine Treppe in den Keller. Keine Ahnung. Ist jetzt mal so eine These von mir. Hm. Sieht sehr appetitlich aus. Tja. Dafür habe ich keinen Schlüssel. Wo kriege ich denn her? Muss ich hier oben nochmal suchen. Weil da brauchen wir ihn auch. Na, schön. Hier im Bad ist, glaube ich, auch nichts. So. Das haben wir ja auch schon einmal durchkämmt. Toll. Sind wir hier unten wieder. War auch nicht verkehrt. Wenn er uns da oben jagt, könnten wir hier wieder runterhüppen. Hätte ich erstmal eher gewusst. So, soll das jetzt Angst machen? Nicht so wirklich.
Wer weiß, was in diesem Wohnwagen ist. Jetzt haben wir natürlich den Dietrich. Schade, mit dem Messer geht das nicht. Wo soll man was finden, wenn man alles hat? Okay, ein bisschen Pulver noch, cool. Okay. Ja, da würde ich den Kerl gerne mal reinstecken in den Mixer. Dartpfeile. Oh. Oh, supi. Jetzt haben wir wenigstens ein paar Kugeln wieder. Aber. Oh. Jetzt haben wir sogar mehr als ein paar Kugeln. Wie geht die Fui? Scheint, geistert er gerade woanders rum. Deswegen können wir uns hier so ein bisschen frei bewegen. Oh, jetzt haben wir ja mal richtig hier Muni. Hey, hey, hey. Unbelievable. So. Nachladen. Dankeschön. Aber ich nehme jetzt erstmal das dicke Kaliber. Hallo, passt der Schlüssel nicht. Aber wo soll ich jetzt mal gucken? Da ist aber nichts drin, nichts dran, wo man sagen könnte, hey, Geheimnis. Bin ich jetzt befragt? Oh, Leute, 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 Leute. Hier fehlen noch zwei Löwenköpfe. Wir haben ja nur das Pendel. Aber das ist auch die Frage, was soll ich mit dem Pendel? Das haben wir ja hier rausgenommen. Hier waren wir aber schon so oft. Ach ja, mach mal ruhig. Der verschwindet gleich wieder. Aber dass hier auch kein Geheimnis ist, außer hier. Das ist verschlossen. Travis. Travis, was ist dein Geheimnis? Verrate es uns. Bist du hinter mir? Nö. Nee, ist ja auch abgeschlossen. Hier irgendwie was übersehen.
Munition. Autsch. Wenn wir jetzt gezielt aufpassen und besser schießen, könnten wir gut klarkommen. Ah! Hier weiter noch nicht. Ja. Oh. Jetzt mehr nicht ist. Guten Tag. Mit einer Ladung Schrot bist du schneller tot. Wollt grad sagen hier. Darf ich was drücken? Schade. Eine geheimnisvolle Tür. Nein, die ist nicht geheimnisvoll. Sie ist einfach nur eine Tür. Aber was diese Tür verbirgt, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Also, klickt das Glöckchen, klickt natürlich auch den Abo-Button, kommentiert fleißig und ich bedanke mich fürs Zuschauen. In diesem Sinne würde ich sagen, bis demnächst.